Irgendjemand muss Wario stoppen. Jetzt mach doch mal. Oh nein! Er hat ein Tor geschossen. Mein Torwart ist es richtig wütend. Nein! Und traurig. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Strikers Battle League Football. Hier auf Katze, ja, das Stadion tobt, denn heute spielen wir den Muskelpokal. Hier sind wirklich sehr, sehr starke und hartnäckige Gegner in dieser Pokalserie vorhanden. Und passend dazu ist Bowser heute mein Kapitän. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Bowser. Mit Donkey Kong, Wario und Waluigi. Okay, das ist wirklich eine Muskeltruppe. Na, da bin ich mal gespannt. Mal sehen, ob ich mit meiner Truppe gegen die Riders ankommen werde. SC-Katze gegen die Riders. Ihr seht es oben eingeblendet. Ja, und der Schuss war schon mal nicht schlecht, aber war leider nicht gut genug. So, dann Luigi, schnapp dir den Ball. Oh, Wario. Du bist einfach eine Wucht, mein Freund. So, perfekt. Peach, Peach, renn, ja, schöner Wechsel und... Na, oh, hoho, sehr schön, ein früher Treffer durch Bowser. Yeah, da freuen wir uns. Das ist richtig gut gelaufen und jetzt mal im Ernst, so muss diese Folge auch starten. So, oh, den habe ich direkt mal mit dem Panzer umgehauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ich muss sie auf jeden Fall stoppen. Denn diese Muskelpakete, die dürfen nicht auf unsere Seite. Ja, ja, die schlagen uns noch alle weg. Wow, gerade noch gefangen. Aber die Faulen, die tackeln so unfair, sodass wir auch ständig Items bekommen. Das ist so der kleine Vorteil. Wenn man immer wieder stark oder unfair getackelt wird, kriegt man ein Item. So, jetzt. Wario ist am Zug, hat den Ball. Und es gibt ihm die besondere Sphäre. Naja, aber Wario war ein bisschen schneller und Bowser ist richtig wütend. Ja, zu Recht. Unser Kapitän kann sich da nicht stoppen. Kann nicht anders als wütend Feuer zu speien. So, weiter geht's. Diesmal haben wir den Ball und ich starte direkt mit einem fiesen Ball. Nachschuss! Ja! Oh, das war gut. Erstmal mit einem starken Schuss den Torwart umgehauen. Und anschließend dann mit dem Nachschuss das Tor gemacht. So, jetzt. Achtung, mal sehen, was die Gegner planen. Direkt den Ball abgeknöpft. Nein, ja, gut, gut. Rosalina, schöner Wechsel. Rosalina und Peach machen das ziemlich gut. Und Luigi muss natürlich vorne Bowser ein wenig unterstützen. So, jetzt Achtung. Kurz zurück. Luigi geht wieder die Post ab. Ja, ja, ja. Wunderbar, wunderbar. Oh, wow, wow. Gut, Bowser ist am Zug. Zack, ein bisschen Platz schaffen. Und schöner Ball, leider nicht gut genug. Der ging nicht am Torwart vorbei. Jetzt ist Wario wieder dran. Na, 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 stoppen. Wow, die arme Rosalina. Ja, das war eine fiese Geschichte. Ja, hier im Muskelpaket, Muskelpokal meine ich. Geht ja auch wirklich, geht hier alles hart zur Sache. So, Konzentration, Mensch. Nachschuss hat nicht mehr funktioniert, aber wir haben jetzt die Möglichkeit zu einem Hyperschuss. Und den würde ich gerne nutzen. Vorher brauchen wir aber erstmal den Ball. Nein, 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 nein. Gut, gut. Sehr guter Torwart. Einmal passen. Und dann geht die Show auch schon weiter. So, und jetzt. Schöner, starker Ball. Eins, zwei. Na, ging ein bisschen schief, aber das ist schon okay. So, einmal um den Planeten herum. Der Kristallball kommt zurück und jetzt let's go von Rosalina. Mal sehen, wird der Torwart den Ball halten können oder geht er durch? Geht er durch, geht er durch, geht er durch und nein, es hat nicht funktioniert. Selbst mit dem Nachschuss nicht. Und auch der ging daneben. Na toll. Oh, schnell hinterher. Schneller Pass. So, nach vorne. Oh, hohoho. Der war gut. Das war ein Passspiel par excellence, mag man da sagen. Wirklich schnelles Umschaltspiel.
von meiner Seite auf die gegnerische Seite. Bowes, also du knallst die Bälle rein. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. 4:1 für SC Katze. Für den Spieleclub Katze alternativ. Kann man ja auch Sportclub Katze sagen. So, nein! Okay, okay. Unterschätze niemals war Luigi. Ja, ja, ja. Der kam mir da leider ein bisschen zuvor. Und zack, da gibt es die Rose für ihn. Nun gut. Noch ist nicht aller Tage, würde ich sagen. Jetzt, yes, zack. Und Nachschuss, Nachschuss, der ist wichtig. Ja! Also ich meine, mit Bowser den Torwart anzuschießen und dann mit einem Nachschuss nochmal ein bisschen ja, hinterher zu schießen, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist eine gute Taktik. Und was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ich habe es euch ja im letzten Video versprochen, in Folge 3, dass wir jetzt Ausrüstungen haben. Ihr seht es an den Klamotten von Bowser, Luigi, Peach und Rosalina. Alle tragen eine Kleinigkeit, ja. Die sind jetzt nicht voll ausgestattet, aber Bowser hat beispielsweise diesen Helm auf. Das seht ihr dann nochmal in diesen kleinen Filmsequenzen, da kann man das genauer sehen. Es gibt auch noch besondere Schuhe für die Charaktere, solche Geschichten. Und jetzt, Achtung, Rosalina. Oh, ich habe mir da selbst die Banane gelegt. Ja, selbst schuld. Das hätte ich ein bisschen vernünftiger gestalten können. Jetzt, Bowser. Ball abgeknöpft, passt zu Prinzessin Peach und jetzt Luigi! Wow! Luigi hämmert einen perfekten Schuss ins Tor. Und schaut mal, hier seht ihr an seinem Helm, der hat hier, boah, wie lautet der Name des Helms? Trickhelm oder Combo-Helm? So oder so ähnlich heißt dieser Helm. Sieht ein bisschen so aus, als wäre er Baseballspieler. Zumindest muss ich irgendwie daran denken. So, oh, schade. Aber es steht ja 6:2, das heißt, dass die Gegner jetzt noch etwas tun können, das ist eher unwahrscheinlich. Wir liegen sehr, sehr gut und sehr weit vorne. So, und die letzte Sekunde ist vorbei. Der Gegner hatte keine Chance gegen SC Katze. Wuhu! Also Bowser ist auf jeden Fall ein richtig guter Kapitän. Da hatte ich jetzt echt viel Spaß mit ihm. Bowser, du haust rein, wirklich. Du bist eine Granate. Cool. 6:2 und wir hatten gar nicht so viel Ballbesitz. 41%. So, wer ist noch weitergekommen? Ah, die Maestros haben gegen Super Mushrooms gewonnen. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen die Maestros kämpfen. Nun gut. Mal sehen, wer da im Team ist und wie gut sie spielen können. Das muss ja eigentlich auch ein Muskelteam sein. Wenn nicht Bowser, Wario, Donkey Kong und Co., dann vielleicht Charaktere, die Muskelausrüstungsgegenstände bekommen haben. Wir werden es gleich sehen. Also erstmal kommt mein Team heraus. Team Bowser. Mit Rosalina, Luigi und Prinzessin Peach. Und, oh, Luigi, interessant. Donkey Kong, Waluigi und Peach. Ungewöhnlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ihr seht, schon an der Kleidung, wie zum Beispiel bei Prinzessin Peach, die ist fast so gekleidet wie eine Footballspielerin, also mit diesen breiten Schultern, ja, mit diesen Schulterkappen, Schulterwesten, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Klamotten genannt werden, aber daran könnt ihr schon erkennen, ja, gut, die ist tatsächlich auf Muskel, auf Kraft ausgelegt. Mal sehen, was sie drauf hat. Aber dafür, oh, was? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Tor durch den Kapitän. Oh, Luigi. Das war gar nicht so übel. Na gut, na gut, na gut. Nicht aufgeben. Wir machen gleich weiter. Bowser, zack, rüber zu Luigi und jetzt boom. Oh, da war wohl jemand im Weg. Das war Luigi, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt, no, Nachschuss, Nachschuss. Oh, daneben. Ah, schnell, 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 Luigi, stopp. Nein, ja gut. Ja, ja, perfekt, perfekt, perfekt. Und rüber und zurück. Ja, 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 nein. Nochmal rüber. So, gefoult. Und Donkey Kong. Warum ist Donkey Kong im Weg jetzt? Oh! Hätten wir hier und da einen Nachschuss bekommen, dann hätten wir durchaus das erste Tor geschossen. Ja, was macht denn der jetzt? Nein, 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 mein Torwart. Wir müssen ihn schützen. In die Verteidigung. Nein, Eigentor. Habt ihr das gesehen? Das war ein Eigentor von meinem Torwart. Oh nein.
schon steht es 0 zu 2 für die Maestros. Also 2 Punkte für die Maestros. Okay. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben und müssen vielleicht unsere Taktik wechseln. Wo ist eigentlich der Trainer von dieser Truppe? Na gut, zugegeben. Ich glaube, der Trainer bin ich selbst, oder? Okay. Und... Oh, Donkey Kong sehr stark in der Verteidigung bei den Maestros. Und jetzt. Und... Oh, starker Powerschuss, aber... Wir brauchen da vorne einfach nur noch ein paar Leute. Ein paar Leute, die dann ordentlich zupacken und den Ball reinpfeffern. Na gut, Prinzessin Peach. Na, komm, 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 nicht aufgeben. Wir haben noch einiges vor uns. Also gut, schnell. Oh. Donkey Kong, aber der hat das direkt von mir zurückbekommen. Bowser lässt sich das nicht gefallen. Oh, 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 habt ihr das gesehen? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, der wäre fast reingerollt. Aber am Ende hat es doch nicht mehr funktioniert. Jetzt Luigi, komm. Nochmal, nochmal Bowser. Achtung, Achtung, Donkey Kong ist im Weg. Das gibt es nicht. Da können wir nur blöd aus der Wäsche glotzen. Das kann man nicht anders formulieren. Vorsicht. Ah, oh, schneller Pass zu Luigi. Der muss gestoppt werden. Und, oh nein, nein, nein. Schade, Schokolade. Schon wieder ein Tor für die Gegner. Ah. Ja, Prinzessin Peach, du freust dich natürlich zurecht. Ja, das hat sie gut gemacht. Ich gebe ja zu, das hat sie toll gemacht. Aber jetzt. Boom und Nachschuss, nein! Ah. Gut, selbst ein Nachschuss hätte wahrscheinlich an dieser Stelle nicht funktioniert, da der Torwart nicht verwirrt war. Der hätte also direkt den Schuss parieren können, blocken können, den Ball abfangen können. Und wir müssen schnell rübertauschen, denn wir haben noch eine Minute. Und ein Hyperschuss wäre jetzt elementar. Wäre jetzt super wichtig, aber dieser wurde direkt unterbunden. Luigi, schnell, schnell. Zu Waluigi. Und spannender Pass. Fast ein Eigentor gemacht. Fast ein Eigentor mit Rosalina. Jetzt. Prinzessin Peach. Starker Schuss. Ja, Nachschuss. Nein. Warum haben wir denn so einen starken Torwart? Ich kann es nicht glauben. Wie sollen wir bitte in so kurzer Zeit, wobei mit einem Hyperschuss wäre es noch möglich zu gewinnen oder zumindest einen Gleichstand zu erspielen. Jetzt, jetzt. Aber es ist wichtig, dass ich jetzt zum Hyperschuss komme. Nein! Und gleich verliere ich die Möglichkeit zum Hyperschuss, wenn wir nicht gleich nach vorne kommen. Jetzt, oh, zu spät. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe es jetzt schon. Oh, ein Tor geschossen. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwie nochmal einen Hyperschuss mache, dann lande ich tatsächlich in der unteren Tabelle und muss versuchen, doch noch irgendwie Punkte zu erzielen und darf dann kein Match mehr verlieren. Nein, 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 nein. Oh nein, okay, es ist eindeutig, dass es jetzt leider zu spät ist. Oh, der Sieg geht an die Maestros. Ich habe verloren. Ich habe leider verloren. Oh, wie schön sich Luigi freut. Ich meine, es sei ihm gegönnt. Ich bin nicht böse. Ich habe einfach... Mann, ich muss gestehen, die Niederlage ist schon richtig. Ich war leider nicht gut genug. Die anderen waren besser. Also war ein fairer Sieg. So, ich lande unten und darf gegen die Riders spielen. Genauso wie in der ersten Runde. So, jetzt ist die Frage... Wer wird das Spiel machen? Die Riders? Oder doch ich? Mit meinem Team. Mit meinem Verein SC Katze. Es wird also spannend ohne Ende. Und natürlich sind alle im Publikum, alle auf der Tribüne, Feuer und Flamme für dieses Fußballspiel. Da haben wir Bowser. Mit Rosalina, Luigi und Prinzessin Peach. Und da haben wir nochmal Bowser aus dem gegnerischen Team mit Donkey Kong, Wario und Waluigi. Es wird also wieder eine heiße Sache werden. Gut, 4 Minuten Spielzeit beginnen jetzt. Wollen wir nochmal nachsehen. Wir müssen sich ein bisschen mehr tricksen, ja? Irgendwie die Gegner aus der Reserve locken. Frag mich nicht wie. Ich habe selbst noch keinen Plan. Aber das wäre optimal. So, schneller Wechsel. Bowser, jetzt. Oh, nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ja, nicht perfekt.
Und oh, habt ihr gesehen? Der Torwart hat jemanden von unseren Spielern, Luigi war das, ins Tor, ins gegnerische Tor geschleudert. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, die Riders, die machen jetzt ernst. Die wissen auch, worauf sie achten müssen, denn sie haben aus dem ersten Spiel dazugelernt. Ja, aus Fehlern lernt man. Der Fehler war, insgesamt betrachtet, dass sie verloren haben. Und sie haben bestimmt das Spiel analysiert und wissen, was sie falsch gemacht haben. Und wollen natürlich jetzt alles richtig machen. Sie kennen unsere Spielweise, unsere Taktik. Und werden uns jetzt womöglich austricksen. Oh nein, 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 nein. Schnell, schnell. Oh nein. Donkey Kong, wir müssen ihn stoppen. Nein. Luigi hat es nicht mehr geschafft. Jetzt gibt's mächtig Ärger. Schaut euch mal diese Rüstung an, die Donkey Kong da trägt. Und der haut jetzt ordentlich rein. Reingepfeffert und kann mein Torwart den Ball noch stoppen? Aber da sieht gut aus. Nein, nein, nein. Oh. Und dann gab es einen Nachschuss. So viel dazu. Bowser, wie hast du das gemacht? Na gut. Auf die Wiederholung und weiter geht's. Zack. Erstmal umgehauen und gleich den starken Schuss. So wie auch schon im ersten Spiel. Und gleich mal für den Ausgleich gesorgt. 1:1. Sehr gut. Also so kann das von mir aus immer laufen. Okay, jetzt aber. Gleich mal den Nachschuss und ich will gleich für das 2:1 sorgen. Peach, beeil dich, beeil dich. Schneller Pass und rüber zu Bowser. Jetzt, komm, komm, komm. Hau den rein. So, ja, Unstimmigkeiten zwischen Prinzessin Peach und Bowser. Ja, ich meine, Bowser dachte sich, ah, eigentlich könnte ich das Fußballspiel einfach unterbrechen und Prinzessin Peach kidnappen. Sie entführen. Aber nee, 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 falsches Spiel. Wir sind nicht in einem klassischen Mario-Spiel unterwegs. Hier geht es darum, als Team alles zu geben. Boah, Donkey Kong weggehauen, aber Bowser klatscht uns gegen den Elektrozaun. Nein, Waluigi! Stoppen, sehr gut. Und weg hier, weg da, weg da, weg da. Vorsicht, keine Ahnung, was er da einsetzt. Und das ist meine Chance. Ah, ich brauche jetzt einen Powerschuss. Ja, 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 ja. 1:2. Und das ist 2-mal im roten Bereich. Rosalina hat auch eine sehr, sehr hohe Trickchance. Das heißt, dass sie hier diesen Hyperschuss einlockt, ist eigentlich ziemlich sicher, oder? Na gut. Und wollen wir mal sehen. Komme ich hier mit dem Eisball durch? Theoretisch schon. Und was? Nicht? Aber der Nachschuss von Bowser. Der bringt das Team in Führung. Minute 2:22. Okay, weiter geht's. Das Spiel geht spannend weiter und... Oh, na! Wie ist das möglich? Also entweder liegen die mal vorne und ich mache den Ausgleich oder umgekehrt. Ja, jetzt hat Wario wieder Mundgeruch. Okay, ich bin trotzdem noch gut drauf. Weil es ist noch alles offen. Es ist immer noch alles offen. Und ich kann auch dafür sorgen, dass wir den Pokal gewinnen. Nein, 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 nein. Okay, okay, wir müssen Donkey... Ja, perfekt. Donkey Kong gestoppt. Der war ja auch schnell und stark unterwegs. Und jetzt! Luigi, bitte schön. Der wurde irgendwie nochmal erwischt, der arme Wario. Das tut mir jetzt leid. Ja, das ist zwar mein Gegner, aber es tut mir wirklich leid. Warum konnte ich Bowser nicht mehr stoppen? Okay, lieber Torwart, du musst den Ball jetzt halten. Ich möchte jetzt keine 2 Tore kassieren, ja? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, die Hände brennen. Das ist eine heiße Angelegenheit, aber ich konnte ihn stoppen. Und weg mit dem Ball. Weg mit dem Ball. In der Zwischenzeit kann sich der Torwart kurz erholen. So. Zack, rüber und Vorsicht. Nein! Warum passiert das hier? So, und... Oh nein! Wario bringt das Team in Führung. Und da ist selbst unser Torwart mächtig sauer. Nein! Wie konnte das nur passieren? So, Bowser, komm. Wir müssen jetzt alles geben. Jetzt haben wir mal so richtig auf den Puls, mein Freund. Nachschuss, Nachschuss, nein! Da war keiner von uns vorne. Das war das große Problem. Okay. Alles wieder in Butter.
Also ich mach's wieder ungewollt spannend. 34 Sekunden Spielzeit noch. Und dann muss ein Gegner, ein Gewinner ermittelt sein. Wird es noch der Fall sein? Wir werden sehen. Hauen wir erstmal den Gegner weg. Oh nein. Also langsam mache ich mir Sorgen. 3 zu 4 ist echt nicht schön. Ah, Waluigi. Du kleiner Frechdachs. Okay, so, erstmal umgehauen. Und jetzt ist der Powerschuss enorm wichtig. Ja, das sieht gut aus. So, erstmal in Brand setzen und dann rein mit dem Ball. Okay, Bowser, hau richtig schön auf den Putz. In den letzten Sekunden, komm. Zwei Tore, das wäre perfekt für dieses Spiel. 5 zu 4. Ich bin wieder vorne. Und das dank des Hyperschusses. Bowser, wirklich Respekt. Das war Rettung in letzter Sekunde. Und ich muss schon sagen, ihr seht es selbst, die Turniere werden immer schwieriger zu meistern. Ich meine, jetzt bin ich schon unten in der Tabelle angelangt. Und wenige Sekunden Spielzeit. Es ist aus. 5 zu 4. Ganze 9 Tore sind in diesem Spiel gefallen. Eine ganze Menge, wenn ihr mich fragt. Boah, diese Kräfte. Unglaublich. Der Sieg geht an SC Katze. Das heißt, wir können jetzt erneut gegen die Maestros spielen. Und ihr kennt das Spielprinzip bereits aus dem letzten Spiel, also aus Folge 2. Denn da waren wir auch plötzlich unten in der Tabelle für weitere Rückspiele. Und das heißt, wir müssen zwei... Oh, das hat schon mal gut funktioniert. Wir müssen zweimal gegen die Maestros gewinnen. Nur so haben wir eine Chance, den Pokal zu erhalten. Also gut, schneller Pass, immer schön wechseln. Und dann richtig schön auf den Putz hauen. Das ist enorm wichtig für uns. Nur so haben wir eine Chance zu gewinnen. Aber ja, Luigi, der macht das schon gut. Der ist hier schnell unterwegs. Und das war ja der Kapitän, der dafür gesorgt hat, dass die Maestros im Finale sind. Und wir sind jetzt als Nachzügler noch praktisch nachträglich ins Finale gerückt, eben weil wir nochmal die Riders besiegt haben. Na gut. Nein. Ja, schön. Prinzessin Peach, volle Kraft voraus. Oh, war Luigi. Stehen geblieben. Nein. Die sind stark, die sind sehr, sehr gut. Die tackeln auch ständig. Also wir sollten auf der Hut sein. So, jetzt der Sphärenball. Und 1, 2 und Hyperschuss. Enorm wichtig, dass wir schon am Anfang des Spiels für einen kleinen Vorteil sorgen. Rosalina, ich würde sagen, let's go. Und, die ging glatt durch. Ein perfekter Hyperschuss. Da stand auch absolut unaufhaltbar. Oh, das war cool. Da wurde der Torwart sogar direkt vereist und konnte sich nicht mehr bewegen, konnte nichts mehr ausrichten. Nun gut, 3 zu 0 ist schon mal super. Ah, okay. Ja, freu dich niemals zu früh. Jetzt darf die wieder ihre Räder schlagen. Und ja, ich kann mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich das Ganze löse. Bowser, Peach, immer schön im Wechsel. So, zack, hallo Luigi. So, na komm, mein Freund. Du wirst uns hier nicht stoppen. Ja, mehr oder weniger zumindest. Nein. Nicht der Kai... Ja, perfekt, die Banane hat geholfen. Ich wollte gerade sagen, nicht der Teamkapitän. Der ist mir ein bisschen zu gefährlich. So, jetzt starker Schuss. Wow! Bowser hämmert einen perfekten Schuss ins Tor. Und da ist Luigi mächtig, mächtig traurig und fällt um. Oh nö. Weiter geht's. Na komm. Luigi, einmal wegboxen. Nein, sehr gut. Rosalina. Okay. Und ja. Verteilt euch mal ein bisschen. Bietet euch an als Spielepartner, als Anspielstation, sonst klappt das hier nicht.
Und wenn wir jetzt noch einen Hyperschuss bekommen würden, das wäre richtig toll. Perfekt. Banane gekonnt eingesetzt, aber Donkey Kong fault wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Und nein, mein Hyperschuss ist gleich nicht mehr aktiv. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit verloren. Uiuiui. So, dann würde ich sagen, pass darüber zu Wop Bowser, mein Freund. Oh, das war gut. Das war gar nicht mal so schlecht. Aber da hätte der Schuss ein bisschen stärker ausfallen müssen, genau so. Aber der Torwart lässt hier nichts anbrennen. Na gut, wir bleiben dran, wir bleiben dran. Eieiei. Oh, Luigi, schnell. Du musst dafür sorgen, dass die anderen keine Möglichkeit bekommen. Oh, da ist Donkey Kong wohl ausgerutscht. Und zack, immer noch nicht drin. Jetzt aber. Was? Jetzt 100.000 Nachschüsse gefühlt, aber keiner ging so richtig rein. Na gut, dann hier nochmal faulen und Rückpass. Bowser, nein! Da war auch wieder niemand in der Nähe, den oder die man anspielen konnte. So, jetzt, okay, gut. Jetzt vorsichtig. Rosalina ist aber auch irgendwie langsam. Die bewegt sich, glaube ich, mit der aktuellen Ausrüstung, die sie trägt, nicht sonderlich schnell. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler. Peach ist, glaube ich, die schnellste aus unserem Team. So, 1 und 2. Jetzt gibt es einen schönen Herzschuss. Ja, Peach ist die schnellste. Das erkennt ihr auch an dem Turbo-Helm, den sie trägt. Ja, mit diesem gelben Schlitz. Mit diesem Space-Helm praktisch. Und der Schuss, der geht leider nicht ganz rein. Schade, schade. Da muss ich hier nochmal ein bisschen entgegendrücken. Und muss aber gleichzeitig sagen, auch wenn die Gegner noch ein Tor schießen sollten, sieht es für uns ganz gut aus. Wenige Sekunden Spielzeit noch. So, und starker Schuss. Oh, fast sogar nochmal ein Tor geschossen. Und das war's. 4:1. Die Maestros hatten diesmal keine Chance. Aber das große Aber kommt sofort, denn die Maestros haben jetzt nochmal die Chance. Jetzt haben wir beide jeweils nur ein Herz. Der nächste Sieg zählt. Der nächste Sieg entscheidet, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf. Den Muskelpokal. Ist das der Verein Maestros oder SC Katze? Wir dürfen sehr gespannt sein. Also gut. Und da kommen wir aus dem Portal heraus. Mit dem Kapitän namens Bowser. Wie sollte es auch anders sein, nicht wahr? Aber gut, Luigi ist natürlich auch am Start. Oh, yeah. Team Maestros. Ja, ja, Team Maestros. Oh, die besten Spieler der Welt. Okay, Bowser, so zack. Jetzt geht's wirklich um die Bratwurst. Denn jetzt haben wir 4 Minuten Spielzeit, um ein Tor zu schießen. Schnell zurück, Prinzessin Peach. Zum Glück kann sie schnell die Bälle organisieren. Aber Donkey Kong ist mit dem Pilz auch sehr schnell unterwegs gewesen. Nein, 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 stoppen! Nein! Oh, gut. Was für ein starker Halt von unserem Torwart. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir jetzt unser Tor machen. Oder unsere Tore, um das besser auszudrücken. Denn es geht hier um den Muskelpokal. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Ich hoffe, das nimmt kein böses Ende. Das war ja schon mal ein Indiz dafür, dass die Maestros es ernst meinen, wenn sie so früh im Spiel schon das erste Tor schießen. Na gut, einmal umgehauen und komm, gleich Nachschuss, Nachschuss. Ah, knapp. So, dann zu Bowser. Stopp und... Ja, ja, gut, einmal nach vorne geschossen, aber hätte der Torwart lieber mal den Ball in die Hand genommen. Was sind die fies? So, jetzt, Rosalina. Wir brauchen jetzt den Powerschuss. Oh, ich werde aber natürlich aufgehalten von Prinzessin Peach höchstpersönlich. So, und irgendwie kann ich den nicht umhauen. Wie ging das? Das war ja ein Bananenschuss von der Seite. Luigi, wie war das möglich?
Oh nein. So, einmal umhauen. Und jetzt. Gleich hinterher. Nicht lange überlegen, sondern richtig schön den ersten Hyperschuss abfeuern. Und Bowser macht sich bereit. Nimm das, Freunde der Nacht. Ah, jetzt müssen wir nur noch durch diese Verteidigung des Torwarts. Komm, komm, komm. Wie? Nicht mal zu einem Nachschuss kam ich. Jetzt aber. Immer noch nicht. Oh, Teppichtörtchen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Jetzt aber. Aus nächster Nähe. Boom. Immer noch nicht. Nein, 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 nein. Wir haben fast die Hälfte der Spielzeit schon rum. Und noch immer ist kein Tor für unser Team gefallen. Ah, nein, 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 nein. Was ist denn hier los, Freunde? So, jetzt der Torwart. Boom. Da gibt's die Möglichkeit zum Hyperschuss. Ich wechsle. Nochmal umgehauen. Und jetzt starker Schuss. Eins und zwei. Wir müssen jetzt wirklich auf diesen Hyperschüssen aufbauen. Denn die sind extrem wichtig an dieser Stelle. So, und 3, 2, 1. Go und Schlag. Schön in Herzform. Und jetzt schauen wir mal. Komme ich diesmal durch? Und? Was macht der Torwart? Oh, der hat sich in den Ball verliebt und lässt den Ball reinrollen und winkt noch hinterher. Ist das nicht süß gewesen? Und alle hatten Herzchen. Oh, wie süß. Das müssen wir uns nochmal ansehen in der Zeitlupe. Schaut mal. Oh, wie schön. Roll ins Feld, roll ins Tor. Die Fähigkeit von Pete, wenn der Torwart verliebt ist in den Ball. Das ist herzallerliebst. Das ist richtig toll. So, Achtung. Schneller Wechsel. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Nicht, wenn wir kurz vor dem Ziel sind. Es steht 2 zu 2. Also, wer wird das Match für sich gewinnen können? Sitz nach vorne. Gegen Pressing. Und, oh, abgewehrt. Jetzt schnell Nachschuss. Dazu kommen wir nicht mehr. Schnell zurück in die Verteidigung übergehen. Ich habe leider keine Items mehr. Peach, du musst ein bisschen stärker faulen. Oh, das wäre ein Ball. Perfekt, wir haben ihn. Dann können die Gegner zumindest keinen Hyperschuss machen. Und vielleicht komme ich dazu, selbst einen auszuführen. Nein. So, Bombe falsch platziert jetzt. Bombe richtig platziert. Zeit für meinen nächsten Hyperball. Einmal im blauen, einmal im roten Bereich. Vielleicht schaffe ich ja nochmal so einen Herzball, wie gerade eben. Prinzessin Peach, bitte rette uns hier in diesem Turnier. Wir wollen den Muskelpokal gewinnen. Komm, komm, bitte sei wieder verliebt. Bitte sei wieder verliebt. Und? Naja, nicht ganz, nicht ganz. Zumindest konnte der Torwart den Ball nochmal abwehren. Okay, dranbleiben. Es heißt wieder dranbleiben und Gas geben. Oh, 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 nein. Gut. Jetzt, boah, mit dem Turbo-Pilz sind wir wieder schnell unterwegs. Und wir haben nur noch 25 Sekunden Spielzeit. Sowas haben wir auch noch nie erlebt. Was passiert, wenn wir einen Gleichstand haben? Gibt es dann noch ein weiteres Spiel? Oder kommt es zu einem Golden Goal? Elfmeterschießen? Oder was passiert dann? Im Vorgängerspiel gab es ein Golden Goal. Also das nächste Tor entscheidet. Das war knapp. Mal sehen, 5 Sekunden Spielzeit. Ich glaube nicht, dass jetzt noch ein Tor fallen wird. Und 1-0 und Golden Goal spielen wir jetzt. Das heißt, das nächste Tor entscheidet. Wow, wie spannend. Nein, 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 nein. Stoppen. Und rüber. Jetzt, Rosalina, bitte beeil dich ein kleines bisschen, ja? Es gibt aber für das Golden Goal auch eine Zeit, oder? Das ist, glaube ich, nicht die Zeit vom Hyperschuss. Oder was ist das für eine Zeit? Ich weiß es nicht. Aber ich will auf jeden Fall vor Ablauf der Zeit noch ein Tor schießen. Das wäre optimal. So, jetzt rüber. Nein, Nachschuss. Oh, den Nachschuss habe ich jetzt vermasselt. Jetzt Bowser, schnell weghauen. Ja, wunderbar. Was? Nein, 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 nein. Gut, gut, gut. Und umgehauen. Boom. Nein, nein, nein. Und nochmal. Oh, das gibt's ja nicht. Dann habe ich hier nochmal den schweren Ball bekommen. Und Rosalina darf jetzt nochmal schießen. Eins. Ach, naja. Was? Ich wurde noch gestoppt in letzter Sekunde? Dass das bei den Gegnern funktioniert, ist wirklich ein Rätsel für mich.
Ich kann nämlich nie in letzter Sekunde Hyperschüsse nochmal unterbinden. Boah, das ist echt wild hier. So, jetzt. Schnell, schnell, schnell. Pass. Banane hilft uns hier nicht weiter. Nein! Irgendwie schießt keiner von uns ein Tor. Nein, 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 nein. So, jetzt der Torwart. Schneller Pass. Weiter. Und nochmal, nochmal. Jetzt Bowser. Komm, komm, hau raus. Nein! Ja, gut. Und jetzt Rosalina. Eins, zwei. Und ich komme zum Superschuss. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es jetzt der Schuss, der uns zum Sieg führen wird. Bitte, bitte, bitte. Ich kann es nur hoffen an dieser Stelle. Und jetzt Eiskristallschuss. Wir müssen durch diese Verteidigung hindurch. Schau mal. Oh! Wir haben es geschafft! Ich glaub's nicht! Ja! Wie cool, wie cool, wie cool! Yes! Klasse! Team Bowser hat es am Ende doch noch geschafft, obwohl wir das erste Mal, als wir gegen die Maestros gekämpft haben, verloren haben. Diesmal gab es aber zweimal die Revanche. Wir haben beide Spiele am Ende gewonnen und somit geht der Pokal an uns. Der Muskelpokal. Oh, klasse. Seht euch das Team an. Mehr als verdient. Da ist der Pokal. Der hat ja selbst auch Muskeln. Doch wie geht's weiter? Bleibt katastisch.